Hier sind doch überhaupt keine Zombies irgendwie, ne? Nö. Letztes Mal hatten wir hier deutlich mehr mit Zombies zu tun, glaube ich. War das hier? Ja. Als du gestorben bist, kam ein Zombie durch die Wand gebackt. Achso, das kann gut sein. In der Küche, ja. Hey, 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 schon wieder Schrotmuni. Ich habe mir gerade meinen Kochtopf weggebackt. Was? Wie hast du das gemacht? Ich wollte ihn in meinen Hoodie stecken. Okay. Die Idee ist auch schon gut. Ja, 4 Plätze frei, ne? Ja, ja, klar. Aber die Vorstellung ist halt irgendwie gut. Fupp. So, haben wir die Stadt jetzt eigentlich gleich schon leer? Brauchen wir eine 6 Taschenhose? Mhm. Ja, tatsächlich schon. Ich bringe eine mit. Ja, das ist cool, danke. Wo seid ihr eigentlich? Bin gerade in der anderen, in der hinteren Häuserreihe. Da. Ja, Mann! Überraschung! Sei froh, dass ich nicht sofort zugekloppt habe, ey. So, warst du in den anderen Häusern schon, oder was? Das war jetzt das erste. Achso. Ich hab noch was zu süffeln gefunden. Alter, den Häusern ruckelt das so arg. Mhm. Meine Güte. Ich hab noch eine 4-Taschen-Jacke gefunden, falls noch einer keine hat. Nur die hab ich. Das ist alles gut. Also eine bei Jacke? Mir zumindest. Wo denn? Ich bring sie mit. Okay. Flo verteilt nachher erstmal. Flo hat bald keinen Platz mehr. Ich hab irgendwie immer so die Befürchtung, immer wenn ich eine Tür aufmache, steht da entweder gleich einer hinter oder ich werd von irgendwo abgeballert. Man wird echt paranoid bei diesem Spiel. Brauch eine grüne Jeans? Ist ja eklig. Nö, danke. Gut, da oben war auch schon mal einer, da ist nämlich eine Tür offen. Mensch, da hat er eine Cola-Dose stehen lassen. In diesem Sinne, na zdrowie. Oh, ich höre dich. Guck, guck, ich sehe dich. Hallo. Düm-düm-düm. Nimm die andere ruhig mit. Hab ich vor, ich muss nur erstmal Platz machen. Warst du oben schon? Oben war, glaube ich, schon einer, da war eine Tür offen. Ich guck trotzdem mal. Tür auf heißt nicht immer, dass da gleich hier automatisch einer war, glaube ich. Ich glaube, manchmal stehen die einfach auch nur so auf. War irgendwer schon in dem großen roten Haus? Keine Ahnung, ich merke mir das nicht. Ja, was für ein großes rotes Haus? Ja, das meine ich damit. Ich habe noch eine 6-Taschen-Hose. Meine Fresse. Oh Mann. In dem großen roten Haus? Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. So, jetzt habe ich hier noch eine Blue Cargo Pants und eine Jagdhose. Okay, also ich nehme gleich eine davon auf jeden Fall. Gleich wird irgendeiner von uns umgeschossen. Ich ahne es so. Der Rest von uns hat 6 Taschen. Ja, wieder geschossen. Das zählt jetzt nicht. Ich kenne deine Witze. Wo seid ihr jetzt? Also ich gehe jetzt gerade wieder richtig in die Stadt rein. Treffen am Brunnen? Das ist ein Brunnen? Ich bin hier beim Brunnen. Ja, der ist so mittig, der Stadt. Ja. Wo weißt du, dass hier ein Brunnen ist? Weil ich hier heute schon mal war. Ach so. Oh ja, haben uns die Taschen voll gestopft. Das da dürfte Theo sein, der gerade elegant über den Zaun gestiegen ist. Genau. Elegant? Ja, ja. Also. Theo, elegant? Was? Hast du mich gerade fett genannt? Ja. Ein bisschen. So, wer hatte denn eigentlich diese 2 netten Dinger gefunden? Also hier die Dosenöffner? Ecke. Hätte ich gerne einen von, wenn das okay für dich ist. Kenn ich da jemanden von? Der läuft da gerade ins Haus? Ja, das ist Theo. Ich stehe hier am Brunnen. Wenn du wieder aus dem Haus rauskommst und nach rechts guckst, siehst du mich. Nö. Welche Richtung? Achso, wie sie da hinterher tapern. Du läufst doch direkt an der Dose vorbei, ne? Was? Ja, oh, Alter! Ich hasse dich! Was hast du gemacht? Oh, hör ich hinter mir bloß einen Schuss! Oh Mann! Hier ein Dosenöffner. Ich bin gerade 20 Jahre gealtert.
Was hat er denn gemacht? Das Arschloch hat gerade gegen den Baum gehauen. Und dann kam eben der schöne Soundbug. Oh Mann. Ich bin stolz. So, wo ist der scheiß Flaschenöffner? Da, hier vorne, da. So, Mikromuten ist was super, ist echt super. Oh, scheiße. Wieso bist du gerade umgefallen vor Lachen, oder was? So ungefähr, ich muss die Brille putzen, irgendwie ist sie nass. Du Arsch, ey. Irgendwann zahle ich dir das heim. Warte ab, bis ich Handschellen finde. Handschellen? Perfekt. Wer möchte die haben? Oh Gott, nein. Hier, ich. Gib mal her. Ihr haltet ihn fest und ich binde ihn an. Chinamann, du hast noch ein T-Shirt an. Hier, da ist was für dich. Okay. Aber mit den Handschellen warte ich so lange, bis wir Schlüssel gefunden haben. Wer braucht jetzt noch eine 6-Taschenhose? Ich hätte gern eine. Yep, ploppt auch noch auf. Oh, dann fräse ich die Dose noch eben weg hier. Wo ist er denn? Ach, da. Ach, wie schick. für die Farbe kann ich nichts. Ist das der Pulli oder die Hose? Das ist der Pulli. Die Hose ist da, ploppt irgendwann da auf, wo du stehst. Also wenn ich jetzt nicht die Mutter aller Ziele bin, weiß ich auch nicht. Ja, mit der Jacke kann das durchaus passieren. Da ist die Hose. Achso, ich kann die Batterie da auch mal reinpacken, dann habe ich einen Slot mehr. Oh yeah, ein Slot mehr. Geile Unterwäsche, Babe. Oh, ich bin nicht mehr krank. Wahrscheinlich war es zu kalt mit dem T-Shirt. Guck mal, meine Unterwäsche. Das ist Unterwäsche. Gleich mal reinzoomen. Und Screenshot. Du hast eine ganz schöne Beule vorne in der Hose. Tja, ich hab mehr als du. Kommt da jetzt der Penisneid von Flo durch, oder wie? Ich glaub schon. Äußerst gruselig. Geh was trinken. Vielleicht kommt da Wasser drauf, Wodka raus. So. Ja, da könnte ich mich auch nochmal ganz kurz dran setzen. Was mach ich jetzt mit dem dusseligen Kochtopf? Keine Ahnung, wir können das nachher in einem Haus irgendwo mal ausprobieren. Was machen wir denn jetzt? War ja relativ öde hier. Also öde insofern, dass irgendwie auch nicht so viel Loot da war und auch keine Zombies vor allem. Aber sehr lustige Effekte mit Bäumen und einem Brecheisen. Turm. Und Krischis schwachen, schizophrenen paranoiden Nerven. Ja. Wir können ja alle zur Militärbasis gehen, dann sind wir innerhalb von 10 Sekunden tot. Echt? Ich glaube auch. Da wurden wir vorhin ordentlich umgebratzt von irgendwelchen OP-Leuten, die da schon alle Equipments hatten und zwei funktionierende Maschinengewehre und was nicht alles. Also wo ich nicht wieder hin will, ist zum Schloss. Da falle ich wieder irgendwo runter. Ja, hat einer eine Idee? Wünsche? Also da oben ist eine Weggabelung, da können wir erstmal hingehen. Und dann müsst ihr bald für mich auf die Map gucken, weil ich die jetzt nicht mehr einfach frei hin und her schieben kann, weil ich immer minimieren muss dazu. Geht während der Aufnahme nicht. Ich habe noch einen großen Gaskanister gefunden. Ja, die brauchen wir nicht so viel. Ja, weiß ich nicht. Was ist das denn? Neue Loot-Methoden wieder? So, hier waren wir noch nicht Loot. Weiß ich nicht. Die habe ich schon alle abgegrast, die Häuser. Das hier ist noch zu. Oder wieder. Jetzt weiß ich auch warum, das ist eine dusselige Blockhütte, da ist sowieso nichts drin. Tja, Freunde, dann treffen wir uns mal oben an der Weggabelung, würde ich sagen. Und dann müsst ihr mir sagen, wohin die Dinger jetzt führen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Kann ich leider nicht mehr zuordnen, tatsächlich. Ich stehe hier gerade auf meinem zweiten Monitor. Doch eins kann ich zuordnen, und zwar Orlovets. Ja, da wollen wir nicht lang. Gehen wir wieder an die Küste, das ist quasi das andere ist herkam. Dubrovka. Ist das eine große Stadt? Ich kann es nicht mehr sehen. Nee. Weiß ich nicht. Also, es geht, sie ist auf der Karte aufgeführt, aber riesig groß ist sie nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass wir erstmal dahin latschen, oder? Ja, können wir machen. Oder? Hier in der Richtung. Erstmal die Richtung gehen, das gabelt sich nachher wieder. Ja, sind seid ihr alle da, ja, tatsächlich. Die geile rote Jacke.
Aber rote Jacke, haben... Russenmütze. Aber eigentlich war das gar nicht so schlecht, was wir da jetzt rausbekommen haben, ne? So ganz schön viel Essen und sowas alles. Mhm. Ich habe nicht eine Dose zu essen gefunden. Echt nicht? Dann habe ich die alle weggelootet. Ich kann auch einige abgeben. Dafür habe ich nichts zu trinken. Trinken habe ich dafür wieder recht viel. Aber keine Wasserflasche leider. Nee, habe ich auch keine Wasserflasche. Ich habe eine Wasserbuddel. Ich habe 2 Dosen Wasser und Cola gedöns. Ja, so ein also Zeug. Wir sind jetzt hier auf offenem Feld, ne? Also irgendwie uncool. Ja, ich würde auch lieber ein bisschen am Wegesrand auf jeden Fall gehen. Fällt man schon nicht mehr ganz so auf. Ja, das bringt auch nichts. Ich bin grün. Ja, aber es bringt schon mal ein bisschen mehr, als mitten auf der Straße zu rennen. Du kannst ja auch auf der Straße laufen mit meinem roten Anorak da. Ja, du kannst überall laufen. Lauf mal bitte vor. Wenn du umfällst, wissen wir, dass wir uns schlagartig hinschmeißen müssen. Das mit den Baumspitzen ist ein bisschen tricky, die da so über die Berge ragen. Manchmal denkst du so von wegen, was ist das da? Oh Gott. Da hinten ist wieder die geile Stadt mit dem Ballon. Dubrovka? Ist das Dubrovka? Ich hab Fieber. Schon wieder? Ich hab Fieber. I feel like little Hattie. Oder was hab ich gesagt? Hattet. Bist du schon wieder krank? Ja, immer noch. Ich denke, du warst wieder gesund, hast du das vorhin nicht gesagt? Ja, vorhin hat es nicht angezeigt, aber jetzt hat es wieder angezeigt. Ich sehe ein Haar aus. Oh Mann. Eins. Da hinten, beim Ballon, da ist doch die Stadt wieder. Hier, ja, genau, da waren wir heute schon mal. Gorga. Ich gebe dir nachher noch ein bisschen was an Antibiotika. Oh, Tankstelle, die müssen wir noch mitnehmen. Das ist aber nur eine kleine. Boah, das nervt ein bisschen, wenn man so viel Blutverlust hatte, dass die Welt so bleich wird. Ist nicht besser geworden? Nee, tatsächlich nicht. Obwohl das ja jetzt schon echt schon lange her ist, ne? Ich will Funk die Tankstelle drinne. In die Luft springen. Ich find's auch seltsam, dass wir noch gar keinem Spieler begegnet sind bisher. Ja. Vielleicht sind wir die einzigen hier auf dem Server. Nee. Mhm. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir noch keinem begegnet sind, weil ich weiß nicht, was wir machen sollten. Draufhauen. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich würde der auch nichts anderes machen. Eben. Seht ihr, wie wir schon voll in diese töten oder selbst getötet werden Atmosphäre eingetaucht sind? Ja, das passiert ja aber furchtbar schnell. Also, gerade weil Mario und ich und Flo auch. Wobei, Flo, du bist doch gar nicht in so eine Spielersituation gekommen, oder? Was, Leute, um zu bolzen? Doch. Ja. Aber nur alleine. Und meistens habe ich dann den kürzeren gezogen. Ja gut, das stimmt, du wurdest ja auch schon umgeschossen, richtig. Ich erinnere mich. Aber ich wurde zum Beispiel auch schon von 4 Leuten überfallen, die dann auf die Idee kamen von wegen, ja, hier, sing was für uns und was nicht alles. Das also, muss ich mir merken. Teilweise sind das echt krasse Spielchen, die hier versuchen mit einem. Ich muss mal eben abseits des Wegesrandes, ich habe Hunger. Ja, dann warten wir. Oder hinten laufen irgendwie 2 Leute. Wo? Vorne, die sie gerade am Wegesrand irgendwo breit machen. Ach, der mit so einer geilen Jacke kommt wieder nicht aus dem Arsch. Nur weil er die Jacke hat, weißt du, da meinte das jetzt hier der Babo. Ja, die irritiert auch ein bisschen. Ja, du frisst deine Sardinen. Ach. Ja, so. Der schmatzt auch gar nicht, ne? Dass du dich immer noch darüber aufregst. Ja. Keine Manieren. Alter, hör auf mich anzuspringen. Alter, hör auf mich wegzuschieben. Loot. Ja, jetzt rennen sie wieder wie die Irren los. Bloß keine Vorsicht walten lassen. Wie die Zombies, Alter. Ja. Gehirne. Loot-Zombies. Ich weiß nicht, was du meinst. Loot. Toll, das erste, was ich hier finde, ist eine Blockhütte. Irgendwann fange ich an, die Dinger abzubrennen, ey. Geh rein, du. Lagerhalle.
Und ich glaube, die Blockhütte, die du gerade meintest, die hat gerade noch einen Scope drin liegen, gehabt. Echt? Ja. Warst du da drin? Was du mir, ja. Was du mir weggeschnappt hast. Ich weiß nicht, hab dich nicht gesehen, also beziehungsweise erst nachdem ich es hatte. Jetzt habe ich schon einen Scope und schon einen Ständer. Na, ich habe ein Violett gefunden. Kaum Scope, schon hat er einen Ständer. Oh Mann. Komm, das war eine Steigvorlage, aber voll ist Pfund. Ja, ich weiß. Wie laut 1000 Helme hier. Geil.